Leute, was geht? Mein Name ist Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5. Und zwar heute mit dem Thema, ja, YouTube Money. Und ist es überhaupt toll, ein YouTube-Star zu sein? Fangen wir aber erstmal mit dem Zweiteren an. Und zwar, ist es toll, ein YouTube-Star zu sein? Schaut euch mal die YouTuber an, die großen YouTuber mit 200.000 Klicks pro Video. Das sind meistens Let's Plays oder Real-Life-Videos, integrierter Facecam. So. Jetzt frage ich euch, wie würdet ihr es finden, überall erkannt zu werden? Am Tag, in der Nacht, egal wo ihr hingeht nach Deutschland, egal wo ihr in Deutschland Urlaub macht, ihr werdet erkannt. Ihr seid Stars, ihr seid Internetstars, euch erkennt jeder. Und es sind nicht nur die jüngeren Leute, die euch erkennen. Nein, YouTube-Videos, auch Let's Plays schauen auch viele Erwachsene. Und ihr werdet halt überall erkannt. Das ist ein riesiges Nachteil, würde ich sagen. Natürlich würden viele einen Vorteil daran sehen, ein Star zu sein. Ey, geil, Mann. Hey, die kennen mich. Komm, Digga, hier hast ein Autogramm. Aber irgendwann mal kann es auch auf die Psyche wirken, weil man weiß, hey, da draußen kennt mich ganz Deutschland. Und es gibt nicht nur coole Leute, die cool drauf sind, nein. Es gibt auch die sogenannten Psychos. Und diese Psychos sind überall. Besonders auf YouTube und im Internet. Ne? Und diese Psychos, die will ich nicht begegnen, wenn ich ein Internetstar bin. Keine Ahnung, was die dann denken. Auf jeden Fall, ich will euch einfach damit sagen, diese YouTube-Stars haben natürlich sehr viel Geld. Die können sich das beste Equipment leisten. Die neuesten Fernseher haben tausende Euro im Monat Verdienst. Haben unglaublich viel Geld, können reisen, können das machen. Aber eins, das haben diese Leute, und das dürfen wir nicht vergessen, nicht mehr. Sie haben keine Privatsphäre mehr. Und Privatsphäre ist das größte Gut eines Menschen. Das allergrößte Gut. Vielleicht werdet ihr mal Internetstar und werdet dann an diese Worte denken. So. Ich will einfach, dass ihr die YouTube-Stars mal ein bisschen anders seht. Und nicht nur immer als diese geldgeilen Homos oder keine Ahnung, wie man das auch nennt. Auf jeden Fall reden wir jetzt mal über YouTube-Money. Mit YouTube kann man Geld verdienen. Absolut kein Problem. Google AdSense oder mit Links, wie ich es auch gerade mache, mit Amazon Links, zum Beispiel GTA 5. Hey, moin moin! So, jetzt ist folgendes. Man bekommt natürlich bei AdSense nur Geld, wenn die Leute auch die Werbung anklicken. Dafür bekommt man einen bestimmten Betrag, das darf ich euch alles so nicht verraten, und dafür bekommt man Geld. Ne? AdSense, da wird die Werbung geschaltet, meistens bei PC, wenn du einen PC hast, dieses Video anguckst, erscheint wahrscheinlich so eine Bannerwerbung nach ein paar Sekunden oder sofort eine Werbung, die man dann halt eben wegklicken kann. So verdient man Geld bei YouTube. Es kommt nicht auf die Abonnenten an, sondern es kommt eben auch auf diese Klicks an. Das heißt, es kann sein, dass ein großer YouTuber mit 100.000 Abonnenten weniger verdient als einer mit 1.000 Abonnenten. Weil es kann also sein, dass einer mit 1.000 Abos mehr verdient an einem Tag als einer mit 100.000 Abonnenten. Wenn keiner die Werbung klickt, dann kann es vergessen. Moin moin! Ja, so sieht das übrigens aus. Amazon Links ist auch eine Einnahmequelle. Da kann man bis zu 10% Werbeeinnahmen bekommen. Das heißt, jemand kauft was für 100 Euro und man bekommt 10 Euro. Das ist auch eine Einnahmequelle. Aber diese 10% ist dann wirklich schon mega viel. Also das ist unrealistisch. Selbst die großen YouTube-Stars haben maximal 6% Einnahmen vom Produkt. Das heißt, jemand kauft was für 100 Euro, bekommst du 6 Euro. Also, so sieht das eigentlich aus.
mit AdSense, mit YouTube Money. Es ist nicht so toll, wie viele denken, weil würde ich mir jetzt ein Call of Duty Spiel kaufen, dann müsste ich sehr lange YouTube Videos machen, bis ich das finanziert habe. Und ich muss noch mal eins sagen, ich habe in diesen Kanal, der junge Zocker, schon weit über 900 Euro gesteckt. Und ich werde noch weiter investieren. Und ich mache mit diesem Kanal Verlust. Jetzt fragen sich viele, warum mache ich den dann? Ja, weil es mir nicht um Geld geht, sondern es geht um meine, es geht um euch, es geht um meine geilen Abonnenten. Mir macht YouTube Spaß, für mich ist es ein Hobby und kein Zwang. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Bis dann, ciao.